Die Franzosen können kommen, aber sie können nicht auf dem Wasser kommen. Was aber, wenn sie Drachen hätten? Herzlich willkommen zu Mythcritic. Heute sprechen wir ein bisschen über die Temeraire Novels von der amerikanischen Autorin Naomi Novik. Ja, wir machen es wie immer. Wir reden erst ein bisschen über die Autorin, dann stelle ich den Plot vor, spoiler-free. Dann geht es in den Deep Dive. Wir reden über Sprache, Plotstruktur, Charaktere und Worldbuilding. Und am Ende gibt es ein kleines Fazit, ob sich die Bücher lohnen. Ja, Naomi Novik ist Jahrgang 1973. Sie ist aus Long Island in Amerika, hat schon früh ein Interesse an Fantasy-Literatur gehabt, hat offenbar schon mit 6 den Herrn der Ringe gelesen. Später Jane Austen, das ist ihren Büchern auch anzumerken, ihre Sprache ist ein bisschen von Jane Austen geprägt. Sie hat einen Bachelor in Englisch an der Brown University gemacht und einen Master in Informatik. Hat erst als Game Designerin bei dem Spiel Neverwinter Nights mitgearbeitet und dann das Schreiben für sich entdeckt. Und ihr erstes Buch Temeraire ist 2006 erschienen. Genau, so hat er mehrere Preise auch gewonnen und lebt mit ihrer Familie in New York. Ja, worum geht es? Die ganze Reihe spielt während der Napoleonischen Kriege. Es spielt in der Parallelwelt, in der es intelligente Drachen gibt. Ja, also das ist sozusagen der Aufhänger für das Ganze war, dass, also dieses Zitat, das ich am Anfang gebracht habe, das stammt, also das hat tatsächlich ein britischer Admiral, glaube ich, gesagt während der Napoleonischen Kriege. Also er hat gesagt, die Franzosen können schon kommen, aber nicht übers Wasser, weil also die britische Navy eben so stark war, dass die Franzosen eben es nicht geschafft hätten, mit ihrer Flotte da den Channel zu überqueren. Und Naomi Novik hat eben sozusagen gesagt, okay, was wäre jetzt gewesen, wenn beide Nationen Drachen gehabt hätten und also sozusagen so überlegen, wie die britische Navy der französischen war, so überlegen ist aber die französische Luftwaffe sozusagen der Navy. Also die Franzosen haben mehr Drachen als die Briten. Diese Drachen sind auch intelligent, also sind es nicht einfach nur irgendwie Tiere, sondern jeder Drache hat ein Bewusstsein und wählt sich seinen Reiter sozusagen selber. Und erzählt wird aus der Perspektive des Captain William Lawrence. Der ist zunächst mal Kapitän einer Fregatte in der Royal Navy. Und diese Fregatte bringt zu Beginn der Handlung ein französisches Schiff auf dem sich ein Drachenei befindet, das kurz vor dem Schlüpfen steht. Lawrence weiß das, dass ein Drache direkt nach dem Schlüpfen eine Bindung mit seinem Händler eingeht und das ist auch lebenslang, ruft eben alle Offiziere zusammen und sagt, okay, einer muss jetzt in den sauren Apfel beißen sozusagen, den der Drache sich als Händler eben aussucht, der ist es halt dann und der muss dann in dieses Aerial Core rüberwechseln, und ja, kann kein Seeoffizier mehr sein. Und der Drache schlüpft, hat eine sehr ungewöhnliche Form und wählt ihn selbst, also den Captain. Und also ein Zoologe identifiziert ihn dann als chinesischen Kaiserdrachen. Und der war also stellt sich dann raus, der war eigentlich von den Chinesen als Geschenk an Napoleon gedacht, als persönliches Reittier. Und Lawrence muss darauf eben zum Aerial Corps wechseln. Hat dazu nicht wirklich Lust, weil das Aerial Corps, das sind so ein bisschen so die Parias sozusagen, könnte man sagen, da in der Armee, weil sie eben anders als die Navy jetzt, die ja sehr, sehr konservativ und formell war und so auch dargestellt wird in den Büchern, ist das Aerial Corps eben sehr, ja, wie soll man sagen, sehr liberal. Es gibt auch weibliche Offiziere, es wird weniger Wert auf Umgangsformen etc. gelegt. Also ja, also erstmal hat Lawrence da nicht wirklich Lust drauf, aber nach einigen Zwischenepisoden und nach Zwischenstopps auch kommt er zum Training mit dem Drachen nach Schottland. Ja, also dort herrscht eben völlig anderer Ton als in der Navy und die beiden also machen dieses Training mit, werden auch in erste Einsätze geschickt und ja, am Ende gibt es dann eine, ja, große, große Schlacht, einen Invasionsversuch.
der Franzosen und es stellt sich raus, dass Temeraire, also so nennt Lawrence seinen Drachen, nach einem französischen Schiff, das eben die Navy auch gekapert hat und in die britische Navy integriert hat dann. Temeraire ist kein chinesischer Kaiserdrache, sondern gehört einer noch selteneren Spezies an und hat, ja, ungekannte Fähigkeiten. Aber das will ich jetzt nicht mehr, da will ich jetzt nicht mehr weiterreden, weil das wären dann eben Spoiler. Gehen wir in den Deep Dive. Was ist dazu zu sagen? Fangen wir mal mit der Sprache an. Die imitiert so ein bisschen den Stil der Zeit, macht es auch recht gelungen, finde ich. Aber also wenn man das jetzt mit Jonathan Strange und Mr. Norrell zum Beispiel vergleicht von Susanna Clarke, was in derselben Epoche spielt und das auch macht, also das ist bei Susanna Clarke schon deutlich, deutlich gekonnter und konsequenter. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Naomi Novik auch da bewusst einen etwas leichteren sprachlichen Ton anzuschlagen versucht. Bücher sind auch so ein bisschen leichter, so vom, ja, wie sie sich geben einfach. Sprachlich absolut solide, würde ich sagen. Man kann es gut lesen, aber es ist jetzt nirgendwo irgendwie überwältigend oder sowas. Ich kenne nur das englische Original. Wenn jemand sowohl die deutsche Übersetzung als auch das Original kennt, vielleicht könnt ihr was sagen, inwieweit ihr die deutsche Übersetzung für gelungen haltet oder ob sie gegenüber dem Original verliert. Der Plot. Also Vorsicht, jetzt Spoiler. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr die Bücher entweder kennt oder es euch nicht stört, wenn ihr euch Spoiler einfangt. Was ich sehr gelungen finde an den Büchern ist, sie erzählen die Geschichte der Napoleonischen Kriege irgendwie nach. Aber, und das ist halt für History Buffs ganz, ganz cool, sie macht es immer mit so gewissen Twists. Also zum Beispiel am Ende des ersten Bandes kommt die Schlacht von Trafalgar, was ja ein triumphaler Sieg für die Engländer war, bei dem Lord Nelson, ihr großer, ja, Admiral, ja, gestorben ist. Und Nelson überlebt diese Schlacht, aber gleichzeitig ist die Schlacht nur eine Finte und die Franzosen haben damit einen riesigen Luftangriff eigentlich vorbereitet. Ja, also wieder dieses Spiel mit dem, sie können halt kommen, aber nicht übers Wasser. Und in dem Fall, ja, kommen sie dann eben durch die Luft. Und das zieht sich durch die Bücher so ein bisschen durch. Also es gibt zum Beispiel, ich glaube, im vorletzten Band ist das, da geht es dann mal um die Schlacht von Borodino in Russland, was ja so das erste Mal war, dass die Franzosen so, also ja, es war so ein Unentschieden, die Schlacht irgendwie, die Franzosen sind danach noch ein bisschen weiter. Borodino wird auch erwähnt, aber die Schlacht findet dann nicht dort statt, sondern es kommt dann eben zu einer Schlacht, die aber ganz ähnlich verläuft an einem anderen Ort. Also für jemand, der Spaß an diesen historischen Zusammenhängen hat, ist es wirklich, ja, sehr befriedigend sozusagen, weil da ja auf intelligente Weise damit gespielt wird. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt mal von meinen eigenen Interessen abstrahiere, dass einem das, wenn man jetzt nicht sehr an dieser Zeit interessiert ist und sich da jetzt nicht so gut auskennt, dass einem da viele der coolen Sachen, die sie eigentlich macht, ein bisschen verloren gehen. Ja, also da braucht man schon eine gewisse Vorbildung, denke ich mal. Den letzten Band habe ich noch nicht gelesen. Die Bände so durch die Reihe hindurch, die variieren sehr stark, finde ich, in Qualität und Spannung. Ich finde es vor allem interessant, wie sich so durch die Bände durchzieht, dass halt die Franzosen den Drachen dann immer mehr Rechte geben und dadurch auch die Kriegsführung so ein bisschen revolutionieren und die Koalitionspartner dagegen, die hinken dieser Entwicklung so ein bisschen hinterher. Alles in allem würde ich sagen, ja, die Plotstruktur ist zumindest über die ganze Reihe hinweg, finde ich die Plotstruktur sehr spannend in den einzelnen Büchern. So, also habe ich nicht alle mit dem gleichen Enthusiasmus gelesen, aber so über das Ganze gesehen, finde ich, hat sie das schon gut hingekriegt. Ich bin auch noch sehr gespannt, der letzte Band ist schon längst erschienen, aber ich bin irgendwie immer noch nicht dazu gekommen, den zu lesen. Ja, also bin ich mal sehr gespannt, wie sie das Ganze dann zum Abschluss gebracht hat. Denke aber eben, viel von der Spannung hängt halt davon ab, wie weit einen so diese Phase, also diese geschichtliche Phase und ihre Details
interessieren. Zu den Charakteren. Also Temeraire ist, finde ich, einfach eine reizend geschriebene Figur. Das ist ein absoluter Geniestreich, was sie da gemacht hat. Er ist einer der sympathischsten Drachen in der Fantasy-Literatur, finde ich. Am Anfang ist es ein bisschen naiv und vorlaut und neugierig. Und es ist total glaubwürdig auch, dass er vieles aus seiner Welt, das für andere selbstverständlich ist, in Frage stellt und dann auch eben seinen Handler, den Lawrence, da so ein bisschen dazu bringt, aus seinem eingefahrenen Gleis eben, wie er dann auch seiner Weltsicht auch, auszubrechen. Also das ist mal sehr gelungen, finde ich. Also es ist ja oft so, dass Autoren das machen, um die Leser auch in ihre Welt einzuführen, dass sie als Protagonisten jemanden nehmen, sozusagen, da transponieren sie jemanden aus unserer Zeit oder jemanden, mit dem man sich besser identifizieren kann, in eben eine andere historische Epoche oder in eine Fantasy-Welt hinein. Also ja, Bilbo Baggins ist ja nichts anderes als ein Engländer aus der gehobenen Mittelklasse, der in so eine Fantasy-Welt reingeworfen wird letzten Endes. Und ich finde das mit dem Drachen, dass der eben diese Figur ist, das finde ich echt cool gemacht, weil da werden wir auch bei Lawrence gleich noch drüber reden. Ja, wenn das bei einem Menschen ist, dann ist es halt so, ja, also wenn es zu sehr 1:1 ist, dass jetzt jemand aus der heutigen Zeit in die Vergangenheit gesetzt wird, dann finde ich es halt immer so ein bisschen, ja, hatte der Autor vielleicht auch nicht den Mut, einfach uns damit zu konfrontieren, dass es halt vielleicht mit unseren modernen Perspektiven nicht so gut übereinkommt. Aber dadurch, dass es ein Drache ist, der halt auch gerade auf die Welt gekommen ist und so, ist es halt total glaubwürdig, dass der halt Warum-Fragen stellt und alles in Frage stellt. Und also das, finde ich, ist sehr gelungen gelöst. Und auch wie er sich dann entwickelt, wie er reifer wird, also ist einfach eine sehr, sehr gut geschriebene Figur, finde ich, Temeraire. Ja, Lawrence, sein Handler, den finde ich eben weniger gelungen, weil aus diesem traditionellen Navy-Captain wirklich sehr schnell ein sehr fortschrittlich denkender Captain von diesem Aerial Corps wird, der mit den Konventionen seiner Gesellschaft und seiner Zeit ja relativ schnell bricht. Er begeht ja dann auch einmal sozusagen Hochverrat, um die Drachen zu schützen, die dann alle krank werden, und die Briten kennen die Heilung, aber geben sie nicht raus und sagen, ja, okay, mein Gott, wenn die Drachen anderswo auf der Welt sterben, dann haben wir die einzige Luftwaffe sozusagen, ist uns eigentlich ganz recht. Und also was halt moralisch sozusagen natürlich, ja, also eine verwerfliche Entscheidung ist, aber wie schnell er dann sagt, ja, da wende ich mich gegen meine Befehle, ja. Also ich habe halt das Gefühl, das ist immer so ein sehr starkes Zugeständnis an den Leser der heutigen Zeit, wenn er halt eine Identifikationsfigur von heute einfach in die Vergangenheit gesetzt kriegt. Ja, weil der Autor Angst hat, dass man seinen Protagonisten vielleicht nicht mehr so gern mag, wenn der halt Perspektiven dieser Zeit hätte. Und ich denke aber, das geht behutsamer, als sie das jetzt hier mit Captain Lawrence gemacht hat, wenn ich eben an Leute wie, also an Charaktere wie Bilbo denke oder auch Stephen Maturin, der ja in den Aubrey Maturin-Romanen von Patrick O'Brien, der ja auch wahnsinnig fortschrittlich denkender Mann ist für seine Zeit, oder auch Captain Hornblower von C.S. Forrester. Da ist es, finde ich, mit etwas mehr Fingerspitzengefühl gemacht, wobei die Umstände, muss man auch sagen, um sie jetzt da auch nicht zu harsch zu kritisieren, die begünstigen das natürlich, also dass man sagen könnte, okay, also in der Welt, wo es intelligente Drachen gibt, wo jetzt zum Beispiel, also es gibt auch eine Drachenart, die sich hier sozusagen nur von weiblichen Händlern reiten lassen, dass das auch gesellschaftliche Konsequenzen hätte, dass das jetzt zum Beispiel viel früher zu einer Emanzipation der Frau geführt hätte oder sowas in so einer Gesellschaft. Das kann ich mir dann wieder auch gut vorstellen. Also von daher, ja, will ich meine Kritik da auch nicht zu harsch ausfallen lassen, weil, also ich glaube, das sind Punkte, die das natürlich begünstigen würden. Aber ich meine, dass das, was ich jetzt zuletzt angesprochen habe, diese Präsenz dieser intelligenten Drachen, dass das eigentlich viel weiterreichende Konsequenzen haben müsste. Und damit sind wir beim letzten Punkt, nämlich beim Worldbuilding. Da habe ich doch große Anfragen. Also es gibt jetzt in der Welt keine Magie, kein Magiesystem in dem Sinn, aber
Es gibt halt diese andere Größe, es gibt diese intelligenten Drachen. Und für mich, muss ich sagen, ist die gesamte Prämisse eigentlich unglaubwürdig, dass wir eine Zivilisation hätten, die von unserer eigentlich kaum zu unterscheiden ist, da Anfang des 19. Jahrhunderts, in einer Welt, wo es einen komplett uns überlegenen Apex Predator gibt, der halt auch jetzt nicht über tierische, sondern über menschliche oder sogar mehr als menschliche Intelligenz verfügt. Also der Tamarair und noch ein anderer Drache, die arbeiten dann mal so eben die nicht-euklidische Geometrie aus und sowas. Also das ist halt wirklich, also die sind hoch, hoch intelligent, die Drachen. Und es ist für mich überhaupt nicht glaubwürdig, dass die halt nie dagegen aufbegehren, dass sie halt von den Menschen so als bessere Haustiere gehalten werden. Und also ich verstehe auch nicht, warum sucht sich der Drache immer einen menschlichen Handler? Ist das sozusagen dann sein Mutterersatz oder was? Also das, ja, also man muss da schon wirklich viel schlucken, damit die Welt, also damit die Prämisse, dass diese Welt irgendwie funktioniert, dass das aufgeht. Weil also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass der Mensch sich in einer Welt mit so einer Spezies so entwickelt hätte. Also ich glaube, in so einer Welt wären wir, wenn wir Glück hätten, sozusagen, sagen, wären wir die Diener der Drachen geworden und nicht umgekehrt. Also ja, also das halt, also da wird es für mich ein bisschen fishy, das Ganze, wenn man darüber viel nachdenkt. Aber wenn man das jetzt nicht zu sehr in Frage stellt, diese Prämisse von ihr, dann ist es als Gesamtkonzept, finde ich, wirklich sehr solide. Ja, genau. Also zum Fazit, ich finde, es ist ein sehr witziges In-between zwischen historischem Roman und Fantasy. Auf die ganze Reihe gesehen, finde ich, funktioniert das Ganze eben auch sehr gut, also mit ein paar Abstrichen eben. Und ich denke, so das, was es eigentlich mir am schwersten macht mit den Büchern, sind eigentlich nicht so sehr die Bücher und ihre Qualität selber, sondern ihre Konkurrenten. Ja, das Problem, finde ich, für die Romane von Naomi Novik ist ihre Konkurrenz. Ja, es gibt nämlich Bücher, die genau diese Epoche beleuchten, nämlich die napoleonischen Kriege, die halt einfach echte Meisterwerke sind. Ja, da gibt es einmal die auf der Seite der historischen Romane, die Hornblower Novels von C.S. Forrester und die Aubrey Maturin Romane von Patrick O'Brien, was wahrscheinlich somit die besten historischen Romane aller Zeiten sind. Also es sind einfach Meisterwerke und dann jetzt, wenn wir in der Fantasy schauen, gäbe es Jonathan Strange und Mr. Norrell von Susanna Clarke, was einfach sprachlich nochmal auf einem unendlich viel höheren Niveau ist, finde ich. Und auch wenn, ich meine, ich habe über das Buch schon mal gesprochen, also auch wenn da die Plotstruktur vielleicht ein bisschen konfus ist, aber also da sind so viele, viele geniale Details in dem Buch. Also das lädt natürlich den Vergleich irgendwie ein, dass es da eben so viele Konkurrenzprodukte in Anführungszeichen gibt. Und der Vergleich fällt für mich ungünstig für Naomi Novik aus. Also gegen diese Konkurrenz kann sie für mich nicht ganz anstinken. Also wenn man davon mal absieht oder diese Bücher auch gar nicht kennt, dann würde ich sagen, es ist alles in allem eine absolut spannende Reihe mit witzigen historischen Twists und sympathischen Charakteren, die man gut lesen kann. Also ich würde auf jeden Fall dazu raten, die Bücher mal in die Hand zu nehmen, aber umso mehr würde ich dazu raten, die anderen Bücher, die ich gesagt habe, zu lesen. Also sprich die Aubrey Maturin Romane, da gibt es auch einen Film mit Russell Crowe und Paul Bettany, Master and Commander heißt der, nach dem ersten dieser Romane, oder eben Jonathan Strange und Mr. Norrell. Also wenn euch diese Periode interessiert, dann schaut vor allem da mal rein, weil also das sind für mich die großen Meisterwerke, wenn es darum geht, aber auch die Feuerreiter-Romane, coole Sache, und gebt ihnen eine Chance. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, sagt mir in den Kommentaren, was ihr an den Büchern mochtet, wie ihr vielleicht, wenn ihr die anderen Sachen, die ich genannt habe, auch kennt, wie die für euch im Vergleich dazu ausfallen, worüber ihr euch Rezensionen wünscht. Und ja, wenn ihr dem Kanal noch nicht folgt und mehr davon wollt, dann abonniert ihn auch gerne, und wir sehen uns zum nächsten Video. Danke.